Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Blackcrafter 737. Heute zeige ich euch in Minecraft.pe die Top 2 Bed Wars Server, also für mich die Top 2 Bed Wars Server. Wir fangen jetzt einfach erstmal mit dem ersten an. Das ist nämlich Lifeboat Bed Wars. Ich werde euch hier heute die IPs dazu sagen und dann sagen, wie ihr da auf Bed Wars kommt und wie ihr da Bed Wars spielt. Ich werde mit euch auch nochmal eine kleine Runde anfangen, das aber erst in einem anderen Video. So, jetzt erstmal die IP hier von Lifeboat Bed Wars. Der Servername ist egal, die Serveradresse könnt ihr euch jetzt raussuchen, genauso wie den Port, aber der Port ist auch Standard. Könnt ihr jetzt einmal kurz Stopp machen und euch die IP aufschreiben. Okay, und schon kann es weitergehen mit der anderen IP. Nämlich mit der IP von Mindtox Bed Wars, weiß der Server. Da könnt ihr euch jetzt auch einmal die IP hier raussuchen. Servername, wie gesagt, egal. Port ist auch Standard. Serveradresse könnt ihr euch jetzt einmal aufschreiben. Okay. Und jetzt machen wir wieder weiter. Wir joinen mal bei Lifeboat Bed Wars. Klicken wir einfach einmal drauf. Hier steht hier, Gelände wird gebaut. Das kann ein bisschen dauern manchmal. Also jetzt steht hier fertig, genau. Ich war gerade schon auf dem Server, deswegen muss ich mich jetzt nicht nochmal neu anmelden. Also ich spawne einfach hier so auf einer, ich weiß eigentlich gar nicht, was das für ein Block ist. Spawnt hier halt auf so einer Plattform und da geht ihr einfach einmal runter. Ihr spawnt hier, wie gesagt, direkt in Bed Wars. Hier ist halt, also ich habe jetzt perfekte Beispiele hier. Hier oben auf den Schildern steht Bed Wars, das steht bei allen so. Darunter steht der Name der Karte. Hier in dem Fall wäre es jetzt Pirate. Dann steht da, wie viele Spieler von wie vielen Spielern drauf sind. 9, in dem Fall jetzt 9 von 16. Und dann steht da, wie viele Teams mit wie vielen Spielern das hat. Bei Pirate ist hier zum Beispiel 4x4, das bedeutet 4 Teams mit jeweils 4 Spielern. Dann steht hier unten Running oder Join, wie hier bei T. Und wenn hier Join steht, dann kann man einfach einmal auf dieses Schild klicken und ist dann im Match. Wenn da Running steht, hat das Match aber schon begonnen und du kannst nicht mehr drauf joinen. Und wenn die Runde gerade lädt, dann steht auf dem kompletten Schild einfach nur Loading. Ja, das war das zu denen. Könnte ich jetzt auch einfach einmal auf T drücken. Hier mit diesem Buch, da könnt ihr einfach einmal auf dem Boden irgendwo hinklicken. Könnt dann steht hier, Shop-System wurde zu Hotbar geändert in eurem Chat. Chest und Hotbar, da könnt ihr da ändern. Ich bleibe immer beim ganz normalen. Da müsst ihr das Buch einfach weglegen und gar nichts machen. Hier unten steht dann, wie viele Sekunden das Spiel startet. Hier unten. Und ja. Später zeige ich euch ja auch noch, wie ihr so ein Match spielt. Aber jetzt geht es gleich schon los. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Deswegen gehe ich es einfach einmal runter. So, kommen wir dann auch mal zum nächsten Server, nämlich zum Mindtox Bed Wars. Da war ich auch eben gerade noch drauf, deswegen muss ich mich hier auch nicht nochmal neu anmelden. Wenn ihr dann auf dem Server joint, werdet ihr euch wahrscheinlich ein bisschen wundern, weil ihr dann so einen ganz komischen Blick habt, der so ganz weit nach vorne geht. Und dann müsst ihr euch halt einfach anmelden mit /login. Also wenn ihr schon mal auf dem Server wart, damit /login und dann euer Passwort. Wenn ihr aber noch nicht auf dem Server wart, dann natürlich mit /register, dann denkt ihr euch ein Passwort aus und schreibt es dahinter. Und mit diesem Passwort meldet ihr euch dann immer halt mit /login. Also wenn ihr neu auf dem Server kommt, dann meldet ihr euch halt immer neu an mit /login und dann euer Passwort, was ihr bei /register gemacht habt. Das bedeutet euer, Serverpasswort, was ihr immer darin dabei haben müsst, wenn ihr auf dem Server wollt. Dann gehen wir jetzt einfach einmal durch dieses Wasser hier. Und zack, sind dann hier auf, was anderem. Auch mit gerade ein bisschen Musik. Und dann kommt hier halt so, hier ist noch ein Jump and Run. Da hinten ist so eine Figur, die heißt Bed Wars.
Da drückt ihr einfach einmal drauf auf diese Figur. Und dann seid ihr hier in so einer Lobby. Geht ihr hier wieder runter und dann sind da hinten so Schilder. Das ist nicht so wie bei, oh, das wollte ich jetzt gerade nicht. Habe ich aus Versehen schon auf eine Runde draufgeklickt. Slash Hub könnt ihr euch übrigens wieder zurück teleportieren. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt gehe ich wieder hinten zur Bedwars-Figur. Also wie gesagt, dann einmal auf die Bedwars-Figur klicken und schon seid ihr im Bedwars. Dann stehen hier hinten so Schilder. Dann steht da hinten, also die Namen sind BW1, BW2, BW3. Und wenn ihr darauf kommt, nochmal, dann könnt ihr da auch slash vote und dann die Map schreiben. Weil die Map steht da noch nicht fest, immer. Und dann steht hier Lobby in grün. Wenn Lobby hier in grün steht, dann wird, ihr könnt noch drauf joinen. Dann stehen da drüber noch, wie viele Spieler von wie vielen Spielern drauf sind. Wenn da Ingame steht, dann könnt ihr nicht mehr drauf. Was das darunter aus der Strich und was Fizzle bedeutet, das weiß ich gerade auch nicht so genau. Ja. Und im nächsten Video, was ich dann rausbringe, kommt dann, wie ihr Bed Wars spielt. Da mache ich mit euch, ich weiß noch nicht wie lange, auf jeden Fall sage ich euch der Bed Wars Regeln. Ich spiele nicht mit euch eine ganze Bed Wars Runde, sondern halt nur ein bisschen und erkläre euch das Ganze. Und dann würde ich mal sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.